So, liebe Freunde, da bin ich wieder bei Super Trisette World. Wir sind in der zweiten Welt, die hat drei Level, wie es aussieht, zwei normale Level und ein Schloss. Ich bin gespannt, das wird auch die letzte Welt sein, denn Kira hatte ja gesagt, es sind wohl 8 Level, 5 davon haben wir in der ersten Welt durchgespielt, noch 3 kommt also hin. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Da ist ja tatsächlich der Late-Night-Beat-Level. Schön! Und hätte ich diesen Level bis einschließlich vor deinem Umzug gespielt, dann hätte ich jetzt auch gesagt, Late Night Beat läuft jeden Mittwochabend um 22 Uhr auf Kibo FM und tut's halt leider nicht mehr. Du liebe Güte! Ui. Ein Yoshi, ich will meinen Yoshi haben. Und ich will diese ganzen Münzen haben, denn ich brauche Money und ich brauche Leben. Hab nämlich nur noch 16 Stück. Yoshi! Heißt der Yoshi eigentlich Olli oder hat der keinen Spitznamen? Ist ja auch egal. Gack. Hei. Kein Pilz. Finde ich gut. Aber ein... Achso, da ist das Ziel. Was da noch in der Tür gewesen wäre, das ist mir jetzt herzlich schnurz. Wahrscheinlich wäre ich damit in den Bonusraum da unten gekommen. Ja, eigentlich hätte ich Bu geben müssen, weil es den Late-Night-Beat ja nicht mehr gibt. Krimpf! Aber ich gebe ihn toll, weil ich es geschafft habe. Letzter regulärer Level und danach noch das Schloss. Risiko. Risiko läuft übrigens im Quizfreitag. Und der Quizfreitag läuft jeden Freitagabend um 22 Uhr auf www.kibo.fm. Und nein, das ist ein Eieiei. Level. Hi. Ein Boot-Speedrun. Ja, sowas hasse ich. Und du hast doch in Part, glaub, 8 oder 9 von meinem Let's Play gesehen, dass ich mit irgendeinem anderen Speedrun mit Boohoos damals überhaupt nicht klargekommen bin. Ja, woher soll ich denn wissen, was da der richtige Weg ist. Gibt's da irgendwo Hinweise oder ist das nur ein Glücksspiel? Weil wenn's nur ein Glücksspiel ist, dann ist das ein scheiß Level-Design. Ich sehe jedenfalls
keine Hinweise. Es scheint wirklich nur ein Glücksspiel zu sein. Ach so, der Eis. Ja gut, ich verstehe das Prinzip. Ich verstehe das Prinzip. Beim ersten ist es... Ist da ein... Moment, ich zeig's euch gleich. Beim ersten ist da ein Pokey. Pokey ist eine Pflanze. Genau wie die Feuerblume. Deshalb ist das gut. Passt nicht ganz. Pilze sind auch Pflanzen. Aber da ist ein Eiszapfen. Und deswegen ist es der Eisblock. Hier hoffe ich mal, dass es der... Nein, es ist nicht... Natürlich. Da waren doch gestrichelte Türen. Die würde ich mit einem P-Switch herkriegen. Natürlich, ich hätte den P-Switch gehen müssen. Logisch. Es ist kein Glücksspiel, es ist Nachdenken und in Windeseile die Hinweise entschlüsseln. Ich wollte schon fluchen, aber ja, das ist eigentlich ein gutes Konzept. Ich hätte Drehjumpen müssen. Sagt mir das doch. Aber das Konzept gefällt mir, wenn man erst einmal durchschaut hat, wie man rauskriegt, welchen Weg man gehen muss. Danke. Hui, daneben! Trotzdem gefällt mir das Konzept immer noch. Also, die Feuerblume hätte ich übrigens auch gerne mitgenommen. Das ist nämlich gemein, sich die hier angucken zu können und einfach nicht ranzukommen. Die Geister kommen. Da darf man sich nicht verhampeln, sonst fressen einen die Geister. Ja gut. Aber im Gegensatz zu dem Speedrun mit Buhus, an dem ich damals vor einem Jahr in Part 8 oder 9 höllisch verzweifelt bin, ist der hier schaffbar und deshalb gefällt er mir. Und der andere war auch vom Konzept her okay. Tür. Röhre. Bitte Checkpoint. Ah, das war's schon. Okay. War das dieser kurze Level, an dem ich am meisten verzweifeln sollte? Du hast doch gesagt, am kürzesten Level werde ich am meisten verzweifeln. So schlimm fand ich den jetzt gar nicht. Weiter. Um den Rekord kümmere ich mich vielleicht irgendwann mal. Vielleicht auch nicht. Denn jetzt denke ich, das ging schön schnell. Jetzt schaffen wir auch noch das Schloss und dann sind wir durch. Jetzt bin ich gespannt, welche Sendung das jetzt wird im Schloss. Wahnsinn! Ach so, du setzt Wanzuke fort. Ja gut. Dann müsst ihr ja jetzt hier mit Platz 8 anfangen. Tatsache, ich weiß doch, wie Wanzuke funktioniert. Und auf den ersten 4 Rängen sind immer Ultricia, Lidl, Aventura und Kiki und Code Lyoko und... Eieieiei! Hui! Ich lebe noch! Platz 6. An Platz 6 bin ich gestorben. So manche schöne Lieder sind auch schon auf Platz 6 gestorben. Von daher passt es doch.
Krampf. Gut. Also, ich muss einen auf Münchhausen machen und über die Kanonenkugeln hüpfen. Ich merke schon, Münchhausen hat dich geprägt und fürs Leben gezeichnet. Anders kann ich mir nicht erklären, dass du mir so eine Stelle jetzt vorsetzt. Moment. Wie war das? Was hab ich mir da eben gespoilert? Ganz rechts ist die Münze. Woody. Woody, Woody, Woody. Soll das jetzt gehen? Halt. Natürlich, ich bin doch doof. Euch wollte ich eigentlich. Liebes Bümpchen. Wo ist das? Wo ist das Trampolin? Wo ist das? Da ist es. Wo ist das verfickte Trampolin? Also, Bömpchen, kommt mal her. Kommt mit. Kommt, meine Freunde. Der Bombenfänger von Hameln. Also nochmal. Ich mache hier gerade wahrscheinlich irgendwas ganz gehörig falsch, aber... Ihr Paar kommt jetzt mit und ihr anderen bleibt oben und stört mich nicht. So, na geht's doch. Der Rest ist mir gerade wurscht, ich will einfach weiter.
Nein, war da wenigstens irgendwo ein Checkpoint? Ich fürchte nicht. Nein, war nicht. Kira, du bist doch ein verschlumpfter Schlumpf mit Schlumpf in deinem verschlumpften Schlumpf und außerdem. Muss ich jetzt wegen dir den ganzen Quark hier noch mal machen? Ich kam da ja jetzt doch ganz schnell wieder hoch. Bömpchen, du kommst mit. Also noch mal. Also noch mal. Aber wir schaffen das jetzt. Ich meine, wir waren ja schon auf Platz 4 oder 3. Das heißt, wir sind schon fast in den Medaillenrängen. Viel fehlt also echt nicht mehr. 7, 6. Eigentlich wollte ich mir den Schmarren hier jetzt aufsetzen. Hat nicht geklappt und ich bin wieder klein. Wow. Mitkommen. Das war auch knapp. Sägen. Unsägliche Sägen. Aber wir waren auf Platz 2. Und wir kriegen das jetzt hin. Der Anfang geht ja inzwischen zumindest eigentlich ganz leicht. Kommt, put, kommt. Du solltest mir eigentlich noch das Leben aufmachen, aber ist mir jetzt auch egal. Ja.
Nein! Also, ich leiste mir hier gerade ganz schön viele Fehlversuche. Genauso viele Versuche brauchen auch meine Newcomer-Vorschläge immer, um es in die Banzuke-Charts reinzuschaffen. Mhm. Ui, das nennt man einen typischen Fail-Start. Genauso wie Songs, die es endlich in die Newcomer geschafft haben und dann gleich in der nächsten Woche wieder rausgevotet werden. Wie zum Beispiel Silverstorm Stand Up. Aktuelles Beispiel. Krampf. Aber wir schaffen das jetzt. Wir schaffen das jetzt. Pilz will haben. Kriege aber nicht. Ui, 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 ui. Ja, wieso? Ich bin doch klein. Ich kann da doch unten durchrennen. Ja, genau so machen wir das, natürlich. Pilz, 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 Pilz. Kommt das Ding zurück? Kommt es? Uiuiui. Ui, ui, ai, ai, ai. Und jetzt wieder Bombenstimmung. Ach, da ist ja schon eine. Komm mit, komm mit. Ich brauche noch mal eine, weil die hier ist mir aus unerfindlichen Gründen kaputt gegangen. Die hier bringt gleich noch ihr eigenes Backup mit. Schön. Ja gut. Warum kann ich das mit den verdammten Bomben nicht mehr? Vorhin ging das doch. Vorhin ging das. Doch. Ja.
du den Level gerade eben, während ich tot war, heimlich umgebaut, so dass es jetzt plötzlich nicht mehr geht. Trau ich dir nämlich zu. Wäre zwar technisch gar nicht möglich, dass du es tust, aber trau ich dir trotzdem zu. Igak! Na, endlich. So. Und jetzt sind wir wieder hier. Immerhin bin ich nicht in die Pflanzen gefallen. Das ist doch schon mal was. Ich wollte wieder den Wump ein bisschen verarschen und hab ihn dabei umgebracht. Ja, natürlich. Aber ich will den Wump noch mal so schön schießen. Wie vorhin. Moment. Langsam. Wie ging das? So, habe ich das vorhin gemacht? Hilz. Einer. So. Und jetzt gleich wieder die Bombenstimmung. Ja, natürlich. Und uiuiui, weiter geht's. Uiuiui. Newcomer Nummer 1. Wendy ist Newcomerin. Ich bin gespannt, was Zero sagt, wenn ich ihr ihn mal wirklich Wendy als Newcomer vorschlage. Schlampe. So. Newcomer 2 kriege ich wenigstens ein. Danke. Das ist der Koopaling, wo ich gerade nicht weiß, ob er Iggy oder Lemmy oder Larry ist. Ich glaube, es ist Iggy, aber ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls der Typi, der nur Bälle schmeißt. Das heißt, der ist zwar selber giftig, aber er schmeißt zumindest nichts, was giftig ist. Wenigstens etwas. Hau ab. Uip! Ah.
Komm. Gut. Ich bin sogar noch groß. Und somit groß und gewappnet für Platz Nummer 1. Da ist Bowser spielt Night of Fire. Bowser ist tot. Schlüssel. Was kriege ich hier noch alles? Leben, die ich nicht mehr brauche. So. Und jetzt streike ich. Ich habe keine Lust mehr. Ich gehe nach Hause. Tschüss. Na komm. Puhuhui. Das waren wunderschöne Kibo-Level. Und ich glaube, damit habe ich die Welt geschafft. Kira, du hast mich wahnsinnig gemacht, aber das soll der Rekord gewesen sein. Du hast mich wahnsinnig gemacht, aber es waren schöne Level mit schönen Ideen. Dann Dankeschön fürs Bauen und ich lebe noch. Joa. Welt abgeschlossen. Gut, dann in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zugucken. Tschüss, ciao, arrivederci, bye bye, sayonara, winke winke und bis nächstes Mal.